Halt, stopp. Erst das Intro. So einfach wie geschmacklos. Shit. So, meine Freunde der Wahrheit. Heute haben wir wieder etwas Schönes. Schaut mal hier. Ganz wichtig, muss ich nochmal darauf hinweisen. Bald wird auch unser Postfach eröffnet, weil das muss mehr werden. Wir wollen kostspielige Experimente durchführen. Etwas in die Luft jagen, sprengen, ach was weiß ich, irgendwas mit dem Schwert malträtieren. Schwert ist schon das richtige Stichwort. Schaut mal an, was ich hier Feines habe. No, wer sich dafür interessiert, von allen Seiten mal gezeigt. Das habe ich wirklich schon lange. Ja, man sieht es, ist ein bisschen angegammelt. Echt Leder, Messing, scharf. No, kann man mal von allen Seiten sehen. Das ist natürlich eine Replika, gibt es frei zu kaufen ab 18 Jahre. Ja, es ist gestempelt wie das Original, Herstellungsort. Ich habe es mal aus dem Kopf gewusst. Was steht oben auf dem Stempel? Ach. Es ist schon ein bisschen abgewaschen. Paris jedenfalls. Und doch die Fabrik, wo es herkam. Früher jedenfalls das Original. Naja, gestempelt mehrmals, wie es damals üblich war. No, das Original 1832. No, das ist ein Schwert im römischen Stil. Ich denke mal, so wie so eine Art Gladius oder was ähnliches. Zweischneidig. Wenn es geliefert wird, war es nicht ganz scharf. Ich habe leicht nachgeholfen. No? Es ist voll Stahl, Griff, Messing. No? Hier ist auch noch hier schön fortlaufende Stempelung drin. Oh, so wie das früher eben war bei den Franzosen. Ne? Ja, 68 cm lang. Messingbeschläge, habe ich schon gesagt. No? Hier hinten ist so eine kleine Halterung dran. Wahrscheinlich wurde es am Gürtel getragen mit so einem kleinen Riemen. No? Den habe ich mir selber rangebastelt. Wo das herkommt, weiß ich gar nicht. Echt Leder jedenfalls. Ja, stabil ist es wirklich. Wir werden das bei entsprechenden Anfragen oder auch Likes vorführen. Also ein Kürbis damit durchhauen ist überhaupt kein Problem. Oder halbieren. Ich habe es damals wirklich, wo wir noch selber Kürbiskompott hergestellt haben, zum Schneiden benutzt. Mit viel Schwung. Da kann man mal probieren, wie sich sowas anfühlt. Eine Melone könnten wir auch damit zerteilen. Naja, für einen Reenactor ist es vielleicht interessant. Ich habe es einfach schön an die Wand gehängt. Es ist wirklich eine sehr wuchtige, stabile Ausführung. Oh, ich schätze jetzt mal, das wiegt bestimmt 1-2 Kilo. Ja. Ja, was gibt es dazu zu sagen? Wie gesagt, liked uns. Dann machen wir damit ein paar Tests. Ach so, Holzspalten kann man damit wunderbar fürs Lagerfeuer. Das haben wir selber auch schon ausprobiert. No? Okay, dann tschüss.